Heute möchten wir Ihnen die einfache Kalibrierung des Schichtdickenmessgerätes ET111 zeigen. Vorbereitend müssen Sie beachten, dass Sie von der Standard-Null-Platte zuerst vor der ersten Kalibrierung die Schutzschicht entfernen, weil es sonst zu Fehlmessungen kommen kann. So, wir schalten das Gerät mit Druck auf den Sensor ein und beginnen mit der Nullpunktkalibrierung. Das Gerät misst hier 0 auf der unbeschichteten Platte und wir bestätigen nochmals mit Druck auf die 0 den Nullpunkt. Dann legen wir die mitgelieferte Kunststoffplatte mit der Standarddicke von 102 Mikrometer auf die Eisenscheibe auf. Messen nochmals. Wir messen hier 109 Mikrometer. Die Standarddicke entspricht 102 Mikrometer plus minus 2 Mikrometer. So, nun drücken wir die Kalibriertaste, bis hier Kal im Display blinkt. Und mit den Auf- und Abtasten können wir nun den richtigen Messwert einstellen. Und wir drücken zur Bestätigung wieder die Kal-Taste. Damit wäre das Gerät nun kalibriert und wir führen nochmals eine Testmessung durch. Das Gerät misst nun 100 Mikrometer, was vollkommen in Ordnung ist, da die Standarddicke, wie gesagt, von der Kunststoffplatte auch plus minus 2 Mikrometer aufweist.